Einen wunderschönen Nachmittag auf der Gulasch-Programmiernacht Nummer 21. Es ist Tag 3. Schön, dass Sie an diesem heißen und sonnigen Nachmittag alle den Weg hier ins Mediencenter gefunden habt. Dankeschön. Wir haben einen sehr dicht getakteten Vortrag. Das heißt, Fragen bitte nach Möglichkeit notieren und am Ende stellen. Und damit halte ich mich auch schon mit der Einleitung gar nicht groß auf, weil wir brauchen den Zeit für den super spannenden Vortrag. Es geht um die Digitalisierung in der Medizin, elektronische Patientenakte, Quo Epa, Quo Vadis. Bitte begrüßt mit einem ganz, ganz großen Applaus Stefan Streit. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Stefan Streit, ich bin Hausarzt in Köln und freue mich, dass Sie sich für meinen Vortrag interessieren. Die elektronische Patientenakte, Ihr Konto für Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Verbindung zur Datenökonomie. Bevor wir in den Datenhandel einsteigen können, sollte man ja die Eigentumsverhältnisse erklären. Deswegen unter Punkt 1, wem gehören meine Gesundheitsdaten? Der zweite Punkt, den wir heute besprechen, ist, wie funktioniert eigentlich die EPA? Und es wird sich herausstellen, dass die Gebrauchsanweisung für die elektronische Patientenakte von den Juristen geschrieben wurde. Opt-out zur EPA, ist das die richtige Wahl? Viertens, elektronische Patientenakte und EU-Gesundheitsdatenraum. Hier lasse ich Akteure aus Politik, Verwaltung, Patienten und auch Ärzte zu Wort kommen. Und zu guter Letzt, wie gibt es Perspektiven? Wie schaffen wir es, die EPA und die Datenökonomie doch noch gelingen zu lassen? Dieses Graffiti steht am Hafen von Bordeaux. Es schaut auf die Boote. Im Laufe dieses Vortrages werden zwei Boote eine sehr wichtige Rolle spielen. Fangen wir an. Wem gehören eigentlich meine Gesundheitsdaten? Daten, Eigentum und Gesundheit sind eigentlich nicht zu trennen. Jedenfalls nicht für Patienten und auch nicht für Ärzte. Und die elektronische Patientenakte trägt in diese Überlegung und diese Frage noch einmal neue Aspekte hinein. Das war die Situation bisher oder vielleicht eher früher. Hier geht es um Gesundheit, hier geht es um Krankenbehandlung. Die Krankenakte, hier in grün gezeichnet, ist das, womit der Arzt früher arbeitete, als reine Erinnerungshilfe. Der Patient kam in die Sprechstunde, er wurde befragt, untersucht, es wurden Diagnosen gestellt, Therapien vereinbart und der Arzt tippt das in die Tastatur und gibt das in die grüne Arztakte ein. Es kommen Briefe, es kommen Faxe, natürlich, es kommen Datenfernübertragungen, auch die werden nach der Würdigung durch den Arzt dieser Akte zugeschlagen. Der Patient verlässt die Sprechstunde, kommt einige Monate später wieder und dann fragt er ihn, was ist denn jetzt in der Zwischenzeit passiert? Der Arzt schaut in den Monitor, in die Akte und entnimmt ihr bestimmte Inhalte und kommuniziert sie in der Regel mit dem Mund mit seinem Patienten. Gelegentlich wird was ausgedruckt, manchmal wird was gefaxt, natürlich nach Zustimmung durch den Patienten oder durch eine Datenfernübertragung. Eigentum ist hier kein Thema. Die Schweigepflicht ergibt sich einfach dadurch, dass der Arzt entscheidet, was rein und was rauskommt. Vor 20 Jahren waren Arztakten einfach nur eine Dokumentation eines Behandlungsverlaufs. Zu Daten werden diese Unterlagen gerade erst. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommen denn die Daten aus dieser Akte heraus? Und der Mensch tritt ja dem Arzt in unterschiedlichen Rollen gegenüber. Neben der Krankenbehandlung zum Beispiel auch im Sinne des Sozialrechts. Wenn er zum Beispiel einen Grad der Behinderung beantragt, kann er darauf bestehen, dass der Arzt Daten herausgibt, um eine Begutachtung für den Grad der Behinderung beanspruchen zu können. Aber auch wenn er sich auf die DSG, als DSGVO, als Bürger beruft, kann er sagen, bitte Doktor, gib die Daten her, das ist gut geregelt. Das Gleiche gilt, wenn er als Kläger auftritt und die Herausgabe der Akten verlangt, weil er der Meinung ist, die Behandlung sei nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen. Das ist alles fest geregelt. Jetzt kommt die elektronische Patientenakte. In Rot. Jetzt kommt Ihr Gesundheitsdatenkonto. Geplant ist, dass nach jeder Arzt-Patienten-Konsultation eine Synchronisierung stattfinden soll zwischen der Arztakte in Grün, wo der Arzt dran arbeitet, und der elektronischen Patientenakte in Rot. Für den Patienten ist es klar, er wünscht sich eine einfache Logistik und für ihn scheint die elektronische Patientenakte interessant und auch gesund. Es ist erkennbar, dass aufgrund der vielen Teilnehmer, die Daten, die in dieser Akte, in der elektronischen Patientenakte lagern, nicht für die Belange des Arztes strukturiert sind. Und diese Akte ist notorisch unvollständig. Wir werden später nochmal darauf kommen. Außerdem kann man sich vorstellen, dass sich hier enorme Mengen von Daten ansammeln. Und dem Arzt hilft das nur begrenzt bei der Gesundheit.
Ein wesentliches Element ist, dass diese Daten hier neuerdings in zwei verschiedenen Orten vorliegen oder mehreren Orten vorliegen. Und wenn die Synchronisation nicht so richtig gut klappt, liegen sie auch in zwei unterschiedlichen Orten, in zwei unterschiedlichen Versionen vor. Und dann kommt es immer wieder mal dazu, dass die Daten halt die analoge Patientensituation nicht wirklich mehr darstellen. Das bezeichnen wir als informationelle Erkrankung. Aber das wäre ein eigener Vortrag, darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Der entscheidende Moment ist, dass diese Daten hier nicht übergeben werden, sondern sie werden kopiert, das halten Sie für trivial. Aber wenn es darum Eigentum geht, ist ein Eigentumsübergang erforderlich. Das heißt, Sie kaufen einen Apfel, der Verkäufer gibt Ihnen den Apfel, dann ist es Ihrer und die Sache ist erledigt. Das klappt erkennbar bei Daten so nicht. Und deswegen sind Daten keine Sache und deswegen ist das mit dem Eigentum hier schwierig. Auch für die elektronische Patientenakte gibt es Wege, wie Daten hier herauskommen. Das erste ist, die Initiative für elektronische Patientenakte kommt aus der Wirtschaft, aus der EU-Politik. Und die EU-Datenstrategie war so ein Stichwort und man erwartete sich datengetriebenes Wirtschaftswachstum ab 2022. Und der europäische Gesundheitsdatenraum, der allenthalben durch die Presse geistert, ist ein Subsegment dieser EU-Datenstrategie. Die Rolle von Ökonomie, von Forschung, von Industrie und Behörden ist bei der Planung dieser EU-Datenstrategie und des Gesundheitsdatenraums fest verankert. Die Rolle von Patient und Arzt dagegen nicht. Daraus ergibt sich, dass die elektronische Patientenakte nicht für den Arzt, aber auch nicht für den Patienten geplant wurde. Dabei sind aber doch die Patienten die Auftraggeber für die Datenverarbeitung, denn über ihn berichten ja schließlich diese Daten. Und es wird immer irgendwas von Datenhoheit erzählt, was natürlich völliger Unfug ist. Der Arzt interpretiert das, was der Patient an ihn heranträgt. Er entscheidet und steuert so seine Persönlichkeitsanteile in Form von Entscheidungen und Einschätzungen bei und schlägt das dieser Akte ebenfalls zu. Und das ist nicht nix, auch wenn andere immer das Gegenteil behaupten. So. Auch aus der elektronischen Gesundheitsakte kommen über mehrere Wege Daten heraus. Der Klassiker ist die Schweigepflichtentbindung. Das bedeutet, anlassbezogen und zweckgebunden dürfen Daten nach der Zustimmung durch den Patienten entnommen werden. Das zweite ist die gesetzliche Grundlage. Gesetzliche Grundlage bedeutet, wenn es ein Gesetz gibt, was sagt, dass Daten herausgegeben werden müssen, geht das auch am Patienten vorbei, ohne seine Zustimmung. Das ist im Sozialgesetzbuch 5 jahrzehntelange Übung gewesen. Man hätte auch sagen können, eine schlechte Angewohnheit. Da das Ganze sich aber hier im Zusammenhang mit dem Patienteninteresse wiedergespiegelt hat, hat das nie jemand beklagt. Mittlerweile ist das aber zur politischen Allzweckwaffe für die Verfügbarmachung von Daten geworden. Man macht ein passendes Gesetz und schon kommt man zu den Daten. Die Position zur Politik, zur Verwaltung, zum Volk, zu den Menschen, zu den natürlichen Personen wird hiermit zunehmend unklarer. Man kann sogar von einer regelrechten Verrohung einer Interpretationskultur von Recht sprechen. Die Punkte 3 und 4 sind völlige Neukonstruktionen der digitalen Welt. Broad Consent ist erforderlich, damit eine Datenspende überhaupt sinnvoll stattfinden kann. Weil wenn Daten herausgegeben werden, macht es ja keinen Sinn, dass der Empfänger einer Datenspende jedes Mal nachfragen muss, wofür er sie verwenden kann. Deswegen erwarten die, die über eine Datenspende nachdenken, einen Broad Consent, also eine breite Zustimmung jenseits von Zweckbindung und Anlassbezug. Und die Anonymisierung ist ein Taschenspielertrick. Hier werden aus personenbezogenen Daten, die der DSGVO unterliegen und deren Schutz, nicht personenbezogene Daten gemacht, die dann nicht mehr dem Schutz der DSGVO unterliegen, um dann sie wieder einem System zu überantworten, dessen Rechenkraft mit Leichtigkeit die Personen, über die diese Daten berichten, zu reidentifizieren. Zurück zu der Frage, wem gehören meine Daten in der elektronischen Patientenakte? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Erkennbar ist aber die zunehmende Ablösung der Daten von der Person. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist ungewiss. Aber die Abspaltung des Eigentums von der Person, die hat bereits in der Vergangenheit stattgefunden. Und deshalb möchte ich Sie auf eine Zeitreise mitnehmen. Kommen Sie bitte mit an Bord. Das ist das Luv-Boot, ein 16 Meter langer, hochseetauglicher Zweimaster aus dem Jahr 1890. Nur aus Naturmaterialien der Insel Luv gebaut. Ohne einen einzigen Nagel und ohne ein einziges Stück Metall.
Das Boot ist Teil einer jahrtausendealten Seefahrerkultur. Die Ozeanier befuhren mit diesem Boot die Hochsee ohne Karte und ohne Kompass. Das Boot ist voller mythologischer Schmuckelemente gegen die Gefahren des Meeres und für einen guten Fang. Nur das Zusammenspiel von Material, Mensch und Mystik machten die große Fahrt möglich. Boot, Ozean und Mensch bildeten eine Einheit. Eigentum und Daten sind hier natürlich keine Dimensionen. Wem gehört dieses Boot? Diese Frage klärten erst die deutschen Kolonisten, die das Boot nach Berlin brachten. Lange galt das Boot als Eigentum der Museumsstiftung. Das ist mittlerweile fraglich geworden. Wurde das Boot geschenkt? Wurde es gekauft? Oder wurde es doch eher geraubt? Im Museum steht heute ein funktionsloser Datenträger, dessen Bedeutung wir nicht mehr wirklich verstehen. Wem gehört dieses Boot? Wem gehört dieses Boot? Diese Frage bringt uns zurück zu unserer Ausgangsfrage: Wem gehören unsere Gesundheitsdaten in der elektronischen Patientenakte? Wenn man die Frage stellt, gibt es darauf keine einfache Antwort. Und fragt man die Juristen, wem die Daten in der elektronischen Patientenakte gehören, dann sagen die, die gehören dem Arzt. Fragt man dann die Juristen weiter, was darf denn der Arzt mit diesen Akten, mit diesen Daten machen? Dann greift auch der Jurist zu seiner juristischen Allzweckwaffe und sagt, es kommt drauf an. Und wir wollen jetzt mal anschauen, worauf es ankommt. Das ist die Situation der Ärzteschaft, bevor sie mit der elektronischen Patientenakte konfrontiert wurde. Etwas träge, erkennbar mächtig, entspannt, aber aufmerksam beobachtend, mit einem leicht mürrischen Zug. Das Gitter stellt natürlich kein Hindernis dar. Aber ob man wirklich auf den Roller steigen möchte? Die Politik war total genervt. Sie erteilte der Gematik den Auftrag, die Gematik ist die Betreibergesellschaft für die digitale Infrastruktur in der Medizin, die elektronische Patientenakte endlich ans Laufen zu bringen. Die Gematik erteilt Juristen den Auftrag eines Rechtsgutachtens. Und in diesem Rechtsgutachten formulierten die Juristen, worauf es ankommt. Daraus geworden ist eine Gebrauchsanweisung für die Ärzte, wie sie die EPA zu bedienen hätten. Das Ganze ist ein 40-seitiges Papier und ich habe drei Themenblöcke thematisch zusammengefasst, um das hier vorzustellen. Das ist einmal praktische Dinge wie Löschung, Zugriffsmanagement und Suche in dieser Akte. Das zweite ist die juristische Vorstellung, die Befüllung der elektronischen Patientenakte sei eine ärztlich-therapeutische Maßnahme. Und das dritte sind die Verpflichtungen, die die Juristen daraus ableiten, dass diese ersten beiden Punkte, die sie vorgegeben haben, tatsächlich Gültigkeit hätten. Beginnen wir mit dem Löschen. Wenn man in dieses Gutachten hineinschaut, stellt man fest, dass der Versicherte ohne Protokollierung Daten aus der elektronischen Patientenakte löschen werden kann. Das heißt, er kann sie entweder über sein Smartphone, so ist das geplant, oder über einen E-Kiosk einfach herausnehmen. Wenn zum Beispiel aber ein Arzt auf diese Akte zugreift, dann wird diese Löschung, so wie man das eher erwarten würde, protokolliert. Grundsätzlich ist diese Akte deshalb immer als unvollständig anzusehen. Und die Gutachter betonen in ihrem Gutachten ausdrücklich, dass die elektronische Patientenakte nie den Arztbrief zu ersetzen vermag. Und damit sind wir auch schon mittendrin. Natürlich soll nicht jeder alles aus der elektronischen Patientenakte sehen. Klar, dafür gibt es ein Zugriffsmanagement. Und darüber hat man sich eine Kombination aus einer Parametrierung und einer zugestandenen Zeitdauer überlegt, die nicht trivial ist. Das Prinzip der Granularität gliedert sich in drei Ebenen und die feingranulare Zugriffsebene bedeutet, dass jeder Teilnehmer, dass jeder Patient für seine Patientenakte, für jedes einzelne Dokument oder jeden einzelnen Datensatz aus einer Konsultation definieren kann, wer das zu sehen bekommt und wer nicht und wie lang. Das mittelgranulare Zugriffsmanagement gibt vor, dass bestimmte Dokumente oder Datensätze einer Kategorie sichtbar gemacht werden oder unsichtbar gemacht werden. Diese Kategorien sind hier im Punkt 3 festgelegt und darüber gibt es sogar ein Gesetz, was diese einzelnen Kategorien definiert, aber auch zum Beispiel ist denkbar, dass nur Arztbriefe eines orthopädischen Behandlungszyklus sichtbar gemacht werden oder nur von einem Gynäkologen und so weiter. Das dritte ist das grobgranulare Zugriffsmanagement. Hier weiß der Patient seinen einzelnen Dokumenten und Sprechstundendokumentationen den Status normal, vertraulich und streng vertraulich zu. Und dann kann je nach Zugriffsberechtigung der Arzt mehr oder weniger zu sehen bekommen. Das Ganze wird, wie gesagt, mit den
mit einer Beschränkung des Zugriffsdauer von einmal heute bis zum oder unbeschränkt festgelegt. Jetzt sind die Datensätze und Dokumente in der elektronischen Patientenakte entlang einer Zeitleiste gespeichert. Leider als nicht durchsuchbare und nicht suchbare PDF-Dokumente. Das geht zurück auf eine Verschlüsselung, die die Akte als Ganzes verschlüsselt und dann nochmal den Inhalt als Dokumentenschlüssel separat und auch die Kontextdaten werden ebenfalls nochmal verschlüsselt. Die juristischen Gutachter leiten daraus ab, damit das Ganze überhaupt benutzt werden könnte, müssten die Ärzte, wenn sie zum Beispiel ein Dokument scannen, weil es als Fremdbefund eingegangen ist in die Praxis, mit dem Scannen dieses Dokumentes eine Strukturierung vornehmen. Das heißt, sie müssen Kategorien zuweisen, wie zum Beispiel das ein Arztbrief oder Metadaten vergeben, das ist ein Fachbild eines Facharztes für Orthopädie und der stammt vom 5.1.23 und dann noch das Attribut, das Ganze sei bearbeitet und nicht bearbeitet. Sie erkennen an in dem Gutachten, es gäbe für diese Arbeit keine digitalen Tools. Das heißt, die Ärzte müssen das selber machen, aber es würden ja schon noch digitale Tools kommen und deswegen sollten sie schon mal anfangen. Sie können sich vorstellen, wenn man so etwas händisch macht, das wirft enorme Haftungsprobleme auf, über die mag man gar nicht wirklich nachdenken. Dazu verordnen die Juristen des Gutachtens eine obligate Metadatensuche. Das heißt, immer dann, wenn zum Beispiel eine Verschreibung eines Antibiotikums fällig würde, müssten die Ärzte nachweisen, dass sie mit einer Suchfunktion gestützt auf die Verdatung der Metadaten gezielt nach Allergieeinträgen zum Beispiel schauen, ob gegen das betreffende Antibiotikum, was Sie vielleicht verordnen möchten, ein Allergieeintrag in der elektronischen Patientenakte vorliegt. Wenn jetzt dieser Eintrag aber nicht unter dem Punkt Allergie eingegeben ist, wird er ihn nicht finden. Aber trotzdem ist diese Suche obligat. Sie sehen, das ist alles sehr, sehr kompliziert und auch sehr, sehr haftungsproblematisch. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die juristischen Gutachter gehen davon aus, dass die Datenübertragung aus der Arztakte in die elektronische Patientenakte eine therapeutische Maßnahme ist. Also Ärzte machen diagnostische Maßnahmen und therapeutische Maßnahmen und vor diesen Maßnahmen liegt immer eine Indikationsstellung. Das sorgt dafür, dass nicht jeder Patient, der in die Praxis kommt, einen Ultraschall bekommt oder ein therapeutisches Gespräch. Die Indikationsstellung für bestimmte Maßnahmen, also Therapie oder Diagnostik, ergibt sich aus dem sogenannten ärztlichen Standard. Das ist der Kern der ärztlichen Tätigkeit, wo das festgelegt ist. Und die juristischen Gutachter haben auch dazu Stellung genommen, haben gesagt, ja, die elektronische Patientenakte ist noch kein Standard, aber die elektronische Patientenakte wird Standard werden und deswegen müssen die Ärzte das jetzt schon machen. Sie können sich vorstellen, das rührt schon ziemlich an die Frage, wer hier überhaupt noch entscheidet, was gesund ist. Aus dem, was ich eben erzählt habe, geht hervor, dass immer dann, wenn ein eingeschränkter Zugriff auf die elektronische Patientenakte oder ein Nichtvorhandensein einer elektronischen Patientenakte sozusagen vom Arzt entdeckt oder aufgedeckt wird, er jedes Mal den Patienten darüber aufklären muss, wie gefährlich das ist, dass er nicht über eine elektronische Patientenakte verfügt oder wie gefährlich es sein kann, dass nicht ein umfänglicher Zugriff darauf möglich ist. Er muss das dokumentieren, dass er das gemacht hat und er muss auch dokumentieren, wie der Patient darauf reagiert hat. Die Begründung lautet, dass der Patient zur Vermeidung einer Selbstgefährdung einer Sicherungsaufklärung bedarf. Das Ganze findet auf gesetzlicher Grundlage statt, Sie kennen das jetzt schon, die Allzweckwaffe. Für die gesetzlich versicherten Patienten, sowohl im Krankenhaus als Arztpraxis, ist das festgelegt. Die Privatpatienten sind hiervon ausgenommen. Digitalisierung verspricht normalerweise, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Die juristischen Gutachter haben hier auf Basis analoger Gesetze die Rechtsordnung der digitalen Welt repariert. Die juristische Interpretation des ärztlichen Selbstverständnisses führt zu einer dramatischen Veränderung des ärztlichen Selbstbildnisses. Klar, das Gitter ist weg. Aber ob das hier noch über das Rückgrat verfügt, auf den Roller zu steigen, ist unklar. Kommen wir zum dritten Punkt, Opt-out. Hier sind vier Begriffserklärungen fällig. Erstens, Opt-out. Was heißt Opt-out? Opt-out heißt, Nichtstun wird als Zustimmung interpretiert. Die elektronische Patientenakte soll mit einer Opt-out-Lösung
sozusagen implementiert werden. Das heißt, der nichts sagt, bekommt eine. Opt-in würde bedeuten, wenn jemand nichts sagt, bekommt er auch keine elektronische Patientenakte. Das heißt, er müsste sagen, ich möchte eine elektronische Patientenakte. Primärdatennutzung bedeutet alles das, was der Arzt mit ihren Daten macht. Er behandelt sie, er überweist sie, er fällt Entscheidungen, er gibt sie weiter zu anderen Ärzten und so weiter. Sekundärdatennutzung sind Verwaltungszwecke, Forschungszwecke, Datenökonomie. Ich möchte anhand der zwei verschiedenen Modelle der elektronischen Patientenakte von Finnland und Deutschland einmal kurz diese Dinge aufspannen. In Finnland wird seit 20 Jahren sehr erfolgreich eine elektronische Patientenakte betrieben. Die Patienten und die Ärzte haben keine Wahl. Alle Daten kommen da hinein, fertig. Das Einzige, was besteht, die einzige Möglichkeit, die der finnische Patient hat, er kann durch eine Opt-out-Lösung dafür sorgen, dass seine Daten nicht für Sekundärnutzung freigegeben werden. In Deutschland wird das zukünftig so aussehen, dass für die Erstellung der elektronischen Patientenakte eine Opt-out-Lösung Pflicht werden soll. Das heißt, wenn jemand diese Opt-out-Lösung zieht, ist sowohl die Primärdatennutzung als auch die Sekundärdatennutzung, das heißt die Behandlungsnutzung als auch die Verwertungsnutzung, beides ist nicht mehr möglich. Und wenn man ehrlich ist, muss man ja auch sagen, es gibt ja nicht ein Opt-out, es gibt eigentlich fünf Ebenen des Opt-out, denn es muss auch gesagt werden, ob man die Befüllung möchte, wenn die Akte denn schon da ist. Und wenn die befüllt ist, muss man auch sagen, ob der Zugriff erlaubt werden soll. Und dann muss man auch sagen, von wem zugegriffen werden soll. Und möchte man dann, dass ein Daten noch übermittelt werden ins Forschungsdatenzentrum oder vielleicht sogar in den Gesundheitsdatenraum. Bitte überlegen Sie, dass die elektronische Patientenakte als Ihr Gesundheitsdatenkonto derzeit mit einem Opt-out diskutiert wird, während Ihr Bankkonto, und da haben Sie im letzten Jahr relativ viel Post wahrscheinlich bekommen, für die AGBs war unbedingt ein Opt-in erforderlich und da ging es um Kontoführungsgebühren. Ja? Da mussten Sie aktiv zustimmen, dass Sie sagen, ja, ich bin mit den neuen Regelungen einverstanden. Und auch wenn es um die Organspende geht, auch dann hat das Parlament entschieden, brauchen wir eine Opt-in-Lösung. Ja, wir wollen, dass jemand aktiv sagt, ich möchte meine Organe spenden. Als Kritiker einer unregulierten Digitalisierung steht man schnell in der Ecke der Verschwörungstheoretiker und der Digitalisierungsverweigerer. Und deswegen lasse ich jetzt hier gleich mal einige Akteure selbst zu Wort kommen. Und Sie schauen sich mal an, wie die sich die elektronische Patientenakte im Gesundheitsdatenraum so vorstellen und machen sich bitte selbst ein Bild. Zuerst die Spitzen der ärztlichen Selbstverwaltung. In einem Talk in Brüssel zur elektronischen Patientenakte und Gesundheitsdatenraum hat der Dr. Reinhardt, das ist immerhin der Präsident der Bundesärztekammer, in seiner Keynote seine gesamte Redezeit darauf verwendet, das schwierige Problem der Arzt-Patienten-Beziehung im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte zu beschreiben. Zu einer Stellungnahme bezüglich Opt-in und Opt-out kam es nicht. Herr Dr. Hofmeister ist der stellvertretende Vizevorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. In der Podiumsdiskussion betonte er, dass das Parlament ja bei der Organspende eine Opt-in-Lösung haben wollte und ist etwas irritiert, wie es sein kann, dass jetzt bei der elektronischen Patientenakte eine Opt-out-Lösung diskutiert wird. Gleichzeitig, wenn man diesen, Sie können den Talk hier über den QR-Code abrufen, schauen Sie das mal an, auf der Dokumentationsseite, wo das hier abgelegt ist, gibt es einen deutlichen Begleittext, der gleichzeitig darauf hinweist, dass diese Selbstverwaltung sich für ein Opt-out bei den Patienten ausspricht. Das ist eine unklare Kommunikation und hier ist eine Strategie in Bezug auf die ärztliche Haltung bezüglich der elektronischen Patientenakte und dem europäischen Gesundheitsdatenraum nicht mehr ganz klar erkennbar. Der Bundesgesundheitsminister hat auf der Eröffnungsrede des letzten Ärztetages vor einigen Wochen wörtlich Folgendes gesagt. Wir werden uns überlegen, wie diese digitalen Strukturen, elektronische Patientenakte, Klammer auf Klammer zu, genutzt werden können, zum einen für die Forschung, aber auch für Suchfunktionen, für die Sie, die Ärzte, selbst haben werden. Und da arbeiten wir noch auch in einer Art und Weise, dass wir die digitale Struktur noch einmal überdenken. Zum Beispiel zu überlegen, ob neuere Modelle wie Large Language Models, wo quasi eine Funktion über die Daten läuft, die Daten zusammenführt für eine Auswertung, die man mit statistischen Methoden nicht leisten könnte. Wenn Sie das übersetzen, heißt das, in der elektronischen Patientenakte, wo die
Daten nicht anonymisiert sind, werkelt zukünftig die KI. Möglicherweise wird die Suchfunktion sogar auf die primäre Arztakte ausgedehnt. Ganz nebenbei verabschiedet sich unser Gesundheitsminister von der Wissenschaft, denn statistische Methode ist Wissenschaft. Large Language Models ist postwissenschaftlich. Koinzidenz statt Kausalität. Bemerkenswerte Statements aus dem Mund eines Wissenschaftlers. Hier die Digitalisierungsstrategie. Im März 2013 herausgekommen, die elektronische Patientenakte ist die zentrale Komponente dieses Dokuments. Es ist die Kupplung, die sozusagen das aneinander bindet. Mit der Digitalisierungsstrategie werden die Grundlagen geschaffen, um das deutsche Gesundheits- und Pflegewesen an den entstehenden europäischen Gesundheitsdatenraum anzuschließen. Das ist die zentrale Kernbotschaft dieses Schreibens. Ich habe einige Stellen noch herausgesucht, die ich gerne mit Ihnen kurz durchgehen möchte. Den ersten Part lassen wir weg. Routinedaten aus der vertragsärztlichen Versorgung in strukturiertem Format sollen mindestens einmal monatlich sowohl in die EPA als auch ins Forschungsdatenzentrum übermittelt werden. Das sind Zitate. Stellen Sie sich bitte vor, aus 100.000 Arztpraxen wird der gesamte Datenbestand einmal im Monat durch die Telematikinfrastruktur geschickt. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen, dass es hier Kapazitätsprobleme gibt. In der persönlichen Gesundheitsplattform abgelegte Daten sind für spezifische Softwareprogramme zugänglich, das heißt KI. DIGA können zukünftig nicht nur auf Daten in die EPA schreiben, sondern auch Daten aus der EPA auslesen. KI. Wir entwickeln die EPA weiter, um in Echtzeit Algorithmen und KI-basierte Versorgungsinterventionen und Public Health Maßnahmen zu ermöglichen. Echtzeit heißt automatisiert. Versorgungsintervention heißt, dass einzelne Personen gescored werden. Public Health Maßnahmen heißt, dass Personengruppen gescored werden, um automatisiert auf das Gesundheitsverhalten einzuwirken. Der EU-Generalstaatsanwalt hat Anfang 2023 das Verbot für ein automatisiertes Scoring ausgesprochen, wenn dieses Entscheidungen rechtliche Wirkung auf Menschen ausübt. Bisher, das ist die Sicht der Startups jetzt, bisher galt immer das Dogma des Man in the Loop. Die KI unterstützt die Ärzte. Dieses Startup verabschiedet sich davon. Das Bot setzt darauf, dass Rollen von Apothekern, Ernährungsberatern und allgemeinen Medizinern ersetzt werden sollen. Als Rechtfertigung gilt der Personalmangel. Das ist die Sicht der Politik. Das ist ein Screenshot von einer Homepage, die Sie jetzt nicht mehr sehen können. Den gab es 2017. Das war die erste Presseerklärung der EU-Kommission zur EU-Datenstrategie. Hier wurde seinerzeit formuliert, dass man eine stoffgebundene Ökonomie basierend auf fossilen Brennstoffen und Stahl, also quasi Mobilität mit dem Auto, in eine datengetriebene Ökonomie transformieren möchte, die auf nachhaltige Energie, Know-how und Kommunikation in IT überführt werden soll. Seinerzeit war der wesentliche Satz der, dass europäische Datenbinnenwirtschaft, dass die EU-Kommission ihr Konzept zum Datenbinnenmarkt vorstellte. Das war ehrlich. Und das, was hier in Rot gemarkert ist, wenn unsere Datenwirtschaft Wachstum und Beschäftigung hervorbringen soll, müssen Daten genutzt werden. Daher müssen sie allerdings verfügbar sein und analysiert werden können. Das ist eindeutig. Wenn Sie unter dem QR-Code schauen, dann sehen Sie, was heute unter im Gesundheitsdatenraum formuliert wird. Das hört sich eher an wie eine Datenkommunikationsplattform. Da ist von Datenhandel nicht mehr die Rede. Das ist eine irreführende Kommunikation. Nun ist Zeit für einen Blick zurück. Herr Dr. Thomas Kriegel, der dritte Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, war 6 Jahre lang zuständig für das Thema Digitalisierung. Er schied im März 2023 aus. Die elektronische Patientenakte, den elektronischen Medikamentenplan, den Notfalldatensatz und das elektronische Rezept bezeichnet er als Flop. Für die Vorgänge beim Connector-Tausch der Telematik-Infrastruktur findet er das Wort Debakel. Weiter meint er, wir wissen ja noch nicht einmal, ob die TI die Volllast schultern kann, wenn Rezepte und AUs komplett darüber laufen sollen. Sein Fazit zur Digitalpolitik der letzten Jahre zieht Herr Kriegel so. Die spanische Elektrifizierung von Formularen funktioniert nicht. Grundsätzlich seien in den letzten Jahren bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen ganz schwerwiegende Anfängerfehler gemacht worden. Man hat sich erpressbar gemacht zum Vorteil der Industrie und dann geht die Politik hin und beschwert sich über die Selbstverwaltung, die blockiere. Und noch einer ist gegangen.
Der Chef des IQWiG, des international anerkannten Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, Herr Dr. Jürgen Windeler. Ebenfalls im März 23 in dem Ruhestand, kurz davor nochmal von der Zeit zu den Potenzialen der Digitalisierung in der Medizin gefragt. Seine Antwort: Sie wird kein einziges dieser Probleme lösen. Es wird einfach nur noch mehr Aufwand betrieben mit begrenztem Erfolg. Die Zeit fragt nach: Warum sehen Sie die Digitalisierung so kritisch, Windeler? Ich sehe die Digitalisierung dort, wo sie Menschen unterstützt, überhaupt nicht kritisch. Aber die derzeitige Diskussion kommt mir in weiten Teilen vor wie der Tanz ums goldene Kalb. Aus der Hilflosigkeit, Strukturprobleme zu lösen, wird das Heil in der Technik gesucht. Herr Kriedl und Herr Windeler gelangten sicherlich nicht erst nach dem Ende ihrer langjährigen Tätigkeit zu der Erkenntnis, dass die wirklich wichtigen Sachfragen bei der Digitalisierung in der Medizin noch nicht gestellt, nicht diskutiert und somit auch nicht bearbeitet worden sind. Das lässt nun den Schluss zu, dass höchstwahrscheinlich unter den Entscheidern zur Digitalisierung in der Medizin andere zu den gleichen Einsichten wie Herr Kriedl oder Herr Windeler gekommen sein müssten, diese ihre Haltung in der Öffentlichkeit aber anders darstellen. Das bedeutet, wir haben es wohl mit einem strukturellen Problem der Verweigerung von Kommunikation zu tun. Um es kurz zu machen, es geht bei der Digitalisierung in der Medizin wohl zu wie bei des Kaisers neue Kleider. Nichtkommunikation ist leider auch ein Teil der DNA der Gematik. Die Gematik ist die Betreibergesellschaft der digitalen Infrastrukturen. Gegründet wurde diese Institution 2005 und diese Textpassage, die ich Ihnen gleich vorlese, stammt aus dem Dezember 2022. Das ist die Sicht der Ärzte. On top könnte man sich von politischer Seite schon die Mühe machen, die Ärzte sich zu verstehen und eine praktische Umsetzung zu garantieren. Auf eben diese Versäumnisse weist auch Frau Dr. Jana Husemann, die stellvertretende Sprecherin der AG Digitales im Hausärzteverband, hin und appelliert: Mittlerweile macht die Gematik beispielsweise Praxishospitation und schaut, wie die Abläufe in den Praxen eigentlich aussehen und wie die Systeme im Praxisalltag funktionieren. Aber das ist recht spät. Immerhin ist aber der Groschen gefallen und ich hoffe, dass man uns bei zukünftigen Entscheidungsprozessen zukünftig mit einbezieht. Wohlgemerkt, die Gematik wird demnächst in die Digitalagentur überführt und wird dann zu einer 100-prozentigen Tochter des Bundesgesundheitsministeriums. Nun noch einmal zur Kommunikation aus Sicht der Gutachter der elektronischen Patientenakte. Es gibt in diesem Gutachten eine regelrechte Kommunikationsvorschrift. Der Arzt, wie er reagieren soll, wenn er im Gespräch mit dem Patienten in Bezug auf die elektronische Patientenakte ist. Insbesondere sollte sich der Leistungserbringer, das ist der Arzt, einer eigenen Bewertung enthalten, da ansonsten Raum für das Argument geschaffen wird, er habe den Patienten sachlich unangemessen informiert und davon abgebracht, sich eine elektronische Patientenakte durch seine Krankenkasse zur Verfügung stellen zu lassen. Oder die Entscheidung des Versicherten sei vom Leistungserbringer kommentarlos hinzunehmen. Können Sie gerne nachschauen unter dem QR-Code. Steht so drin. Wissenschaft und Politik fordern fortgesetzt Zugang zu Daten aus der Patientenversorgung für medizinische Forschung. Immer wieder wird vom Zurückfallen der deutschen Forschung im internationalen Vergleich gesprochen. Wenn man aber fragt, warum hängt die deutsche Forschung zurück in der Medizin, stößt man auf folgende Erkenntnisse. Die Veröffentlichungsquote 2019 der deutschen Universitätskliniken von angefangenen, gewilligten und beendeten Studien liegt bei 6,7%. Im internationalen Vergleich liegt das um den Faktor 10 höher. Selbst 2 Jahre nach dem offiziellen Studienende ist je nach medizinischer Fakultät 40-80% der Studien ohne Veröffentlichung. Der geklagte Datenhunger für die Forschung scheint also deutlich größer zu sein als die Verdauungsleistung. Spricht man die Patienten an und fragt, ob sie es denn wünschen, dass die elektronische Patientenakte sozusagen unterstützend von der KI mitbearbeitet wird, dann gibt es ein klares Votum. Der TÜV-Verband hat 1000 Leute befragt. Wenn der Arzt allein entscheidet, vertrauen diese Entscheidung 81%, wenn die KI mitgemacht hat, nur 67%. Das spricht nicht für einen bedingungslosen Einsatz von KI. Insgesamt gibt es ein verwirrendes, irritierendes Bild. Keine erkennbare Perspektive. Sie haben viele verschiedene Sichtweisen und Darstellungen gehört, aber da war wirklich kein einziges Konzept, in dem die unterschiedlichen Ideen gegeneinander abwägungsfähig gewesen wären. Es scheint vielmehr, als hätte keiner der Akteure irgendein übergeordnetes Konzept, irgendeine Strategie, außer diesem hier.
Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte und die im Dunkeln sieht man nicht. Klar, wenn man Bertolt Brecht in dieser Situation kommt, ist man wieder bei den Verschwörungstheoretikern. Aber Wissenschaft, Ökonomie, Industrie sind nicht mehr abgrenzbar. Insbesondere dann nicht, wenn es um datengetriebenes Tun geht. Uniprofessoren sind CEO von Startups, halten Patente und es gibt Drittmittelforschung, was die Forschung intensiv mit der Industrie verbindet. Wie kriegt man hier die Kurve? Wir blicken noch einmal in die stoffgebundene Ökonomie, zum Auto. In Süddeutschland war ein kleines Dorf, in diesem Dorf wohnten die Anwohner und beklagten sich, dass ihnen ihre Vorgärten nicht nutzen konnten, weil die Autos mit hoher Geschwindigkeit daran vorbeibretterten. Sie haben sich gedacht, na, wir hätten gerne ein Schild mit Tempo 50. Es waren viele Ortstermine notwendig, viele Messungen, jahrelange Verfahren, bis endlich ein Schild mit einem 50-Stunden-Kilometer-Begrenzung aufgestellt werden durfte. Die Bemerkung der zuständigen Staatssekretärin: Die Straßenverkehrsordnung hat die Leichtigkeit des Verkehrs als Grundsatz. Die Gesundheit der Anwohner ist von nachgeordneter Priorität. Gesundheitspolitik muss aber zu mehr Gesundheit führen. Und auch im Gesundheitsdatenraum. Und die WHO fordert das ausdrücklich. Eine Politik der Gesundheitsbeförderung muss Hindernisse identifizieren, die einer gesundheitsgerechteren Gestaltung politischer Entscheidungen und Programme entgegenstehen. Sie muss Möglichkeiten zur Überwindung dieser Hemmnisse und Interessensgegensätze bereitstellen. Es ist die Frage, ob der Bundesgesundheitsminister im Moment willens und in der Lage ist, diese Moderation durchzuführen. Wenn aber Gesundheitspolitik nicht zu mehr Gesundheit führt, betrifft das auch die Ärzte. Hier sind die drei großen Risikofaktoren für Burnout von Ärzten: fehlende Effizienz von Arbeit und Systemen, das Zugriffsmanagement, die Metadatengeschichte und die nicht funktionierenden Systeme sprechen für sich selbst. Die Anerkennung sinkt in den Boden, wenn die Juristen uns sagen, wie wir arbeiten sollen. Und wenn die KI uns quasi noch ersetzen soll, dann ist mit der Anerkennung nicht weit her. Ohne diesen beiden Faktoren ist es nicht mehr klar, wie Resilienz aufgebaut werden könnte. Und Resilienz, das bedeutet Standhaftigkeit, in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Und glauben Sie mir, davon profitiert nicht nur der Arzt, davon profitiert auch der Patient. Der Status quo der Situation zwischen Ökonomie und Gesundheit sieht folgendermaßen aus. Es fließen viele Milliarden Euro in Marketing, was dazu führt, dass massenhaft industriell hergestellte Babynahrung verkauft wird und die Rate der Frauen, die eigentlich stillen wollen, die ist konstant hoch, aber die Frauen, die am Ende des tatsächlich noch stillen, sinkt immer weiter ab. Es fließen viele Milliarden Euro in das Marketing von Zigarettenrauchen, was dazu geführt hat, dass zwischen 2018 und 2022 die Rate der zigarettenrauchenden Jugendlichen sich verdoppelt hat. Und es fließt viel Marketing in die Nutzung für fossile Energienutzung. Gesundheit verlangt Kooperation auch in der Ökonomie für eine gegenseitige Daseinsfürsorge. In der Marktökonomie ist Daseinsfürsorge nicht ökonomiefähig. Aber nach der Abschirmung der Menschen von dem Konflikt können Gesundheitsdaten durchaus ökonomiefähig werden. Gesundheitspolitik muss auf Gesundheit fokussieren. Leider gibt es im Gesundheitsministerium zwei Aliens. Diese beiden Konzepte, Cannabis-Legalisierung und Datenökonomie, sind grundsätzlich überhaupt nicht falsch, aber sie gehören nicht ins Bundesgesundheitsministerium. Die Cannabis-Legalisierung gehört ins Bundesjustizministerium und die Entkriminalisierung ist grundsätzlich eine wünschenswerte Sache. Die Datenökonomie gehört ins Bundeswirtschaftsministerium, weil eine Entwicklung der Wirtschaft für uns alle auch eine sehr wünschenswerte Angelegenheit ist. Die Rolle des Bundesgesundheitsministeriums besteht aber darin, dass diese Umsetzungsprozesse so gestaltet werden, dass am Ende doch noch ein kleines bisschen mehr Gesundheit dabei herauskommt. Und man muss sich in diesem ganzen Zusammenhang fragen, was das denn hier überhaupt werden soll. Ist das schon ein gelungener Raubzug? Wartet man hier schon auf den Abtransport mit der Beute? Hat die Party der juristischen Personen schon begonnen? Was wir brauchen, sind soziale Transformationen vor einer Umsetzung der Datenökonomie.
Wir brauchen Konzepte, in denen berechtigte Interessen gegeneinander abgewogen werden können. Gesundheit und Ökonomie würden vereinbar, wenn man endliche Ressourcen, den Schutz vor Diskriminierung, das Bedürfnis nach Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung unserer europäischen Vorstellung von freiheitlichem, freizügigem und selbstbestimmtem Leben, einer funktionierenden Daseinsfürsorge und einer tragfähigen Wirtschaft berücksichtigt. City for the people, not for the profit. The people, die Menschen, die Ärzte und die Patienten, brauchen eine Rolle in der Datenökonomie, damit berechtigte Interessen natürlicher Personen auf Basis der Persönlichkeitsrechte abwägungsfähig werden gegen die bereits jetzt schon akzeptierten berechtigten Interessen ökonomischer Art der juristischen Personen. Und jetzt kommt das zweite Boot. Ich brauche Ihre ganze Aufmerksamkeit. Jost Vokano, der Kameramann von dem Film Das Boot, hat 1981 umgerechnet 100.000 Euro Honorar bekommen für die Kameradreharbeiten. Das war der erfolgreichste Film der deutschen Fernsehgeschichte. Es wurde wahnsinnig viel Geld mit nachträglichen Ausstrahlungen, DVD und Videoverleih und so weiter erzielt. Und in solchen Fällen greift der Fairness-Paragraph. Der sagt nämlich, dass immer dann, wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem Nutzen des Urhebers, also des Kameramanns, und des Lizenznehmers, also des Fernseh- und des DVD-Verleihs besteht, dann sei über eine Nachvergütung zu sprechen. Jost Vokano, der Kameramann, hat geklagt. Es hat 14 Jahre lang gedauert. 2017 erging das Urteil. Er hat 500.000 Euro bekommen. Plus Zinsen, plus Steuern. Und 2,25% von aller zukünftigen Erlösen. Das ist die Blaupause für das Arzturheberrecht. Das Arzturheberrecht stützt sich hier auf zwei schutzfähige Konstruktionen. Einmal die eigene geistige Schöpfung, das ist der Inhalt der Arztakten. Das ist die Darstellung der ärztlichen Entscheidungsfindung. Und das zweite ist die wesentliche Investition der Beschaffung, der Überprüfung und der Darstellung bestimmter Daten. Das ist ein Datenbankwerk. Beim Boot war die Fernsehgesellschaft der Dateneigentümer und der Kameramann der Urheber. In der Medizin ist der Patient der Dateneigentümer und der Arzt der Datenurheber. Arztakten berichten über Patienten und ihre Krankheitsgeschichten, aber Arztakten berichten auch über den Arzt. Denn Arztakten sind die Grundlage immer dann, wenn es zu Behandlungsfehlervorwurfprozessen kommt, dann stützt sich das in der Regel auf das, was in der Arztakte steht. Bis vor kurzem war gar nicht klar, dass Arztakten für Wertschöpfung hätten genutzt werden dürfen. Es sollte mittlerweile klar geworden sein, dass Patient- und Arztdaten standardisiert in Zukunft das Futter für KI und Large Language Models sein sollen. Und es ist von erheblichem Erkenntnisgewinn auszugehen, aber eben auch von erheblichem ökonomischen Wertschöpfung. Und da bleibt die Frage, warum werden Patienten und Ärzte daran nicht beteiligt? Und jetzt kommen zwei weitere Plot-Twists. Ich brauche Ihre ganze Aufmerksamkeit, jenseits des Geldes. Erstens, darüber haben wir schon gesprochen, berechtigtes Interesse von Arzt-Patient bedeutet, Arzt und Patient dürfen mitsprechen, was mit diesen Daten gemacht wird. Das ist nicht trivial. Zweitens, eine geistige Schöpfung setzt einen Urheber als Mensch voraus. Ein Geist gibt es nur in einem Menschen. Eine Urheberschaft ist also im Umkehrschluss der Beweis für eine geistige Schöpfung. Eine KI bekommt keine Urheberschaft, weil sie keine geistige Schöpfung produzieren kann. Und deswegen kann man fordern oder folgern, dass eine anerkannte Urheberschaft eine Abgrenzung zu gefälschten und zu KI-generierten Daten erlaubt. Jetzt kommen wir zum Patientendateneigentum. Die Urheberschaft des Arztes schöpft gleichzeitig das Patientendateneigentum. Aus einfachen Daten werden mit der ärztlichen Urheberschaft digitalisierte Persönlichkeitsanteile durch die verbindliche Zuordnung zur Person des Patienten. Jetzt kommt die Frage, wie soll man das denn umsetzen?
Das ist bereits umgesetzt, und zwar in einem Gesetz. Es gibt ein Gesetz, was fordert, dass für jede einzelne Datenübertragung aus einer elektronischen Patientenakte in das Forschungsdatenzentrum diese Daten mit der Identität des Patienten und des Arztes gekoppelt werden müssen. Und zwar dauerhaft über ein sogenanntes periodenübergreifendes Pseudonym. Und Sie können sich vorstellen, wenn solche Datenmaterialien, die mit so einem periodenübergreifenden Pseudonym gelabelt sind, was dem Zählpixel der VG-Wort entspricht, dann ist es ein leichtes, diese Daten in den Protokollen der Ergebnisse der KI und der Large Language Models wiederzufinden. Und dann auch darauf wenn eine Wertschöpfung stattgefunden hat, eine Beteiligung für Patienten und Ärzte zu generieren. Die Coder hier im Raum sollten sich mal überlegen, was das für sie bedeutet. Natürliche Personen generieren eigenes Geld in der Datenökonomie. Für das Gesundheitswesen wird man sich natürlich keine Einzelauszahlungen vorstellen. Man wird an eine dritte Säule der Finanzierung der Daseinsfürsorge denken. Kommen wir zurück in die Realität. Beim europäischen Gesundheitsdatenraum trifft die Ökonomie auf Persönlichkeitsrechte, die KI trifft auf die EPA. Und im Gegensatz zu juristischen Personen braucht die natürliche Person Schutz. Durch Übereinkünfte, die ein Diskriminierungsverbot vor Krankheit und Krankheitsdaten erklären, die ihnen das Recht auf eine informationelle Gesundheit garantieren und die auch das Recht auf die ökonomische Verwertung der eigenen Persönlichkeitsanteile ihrer Daten zugebilligt werden. Und ich müsste sagen, bitte, keine Angst vor der Datenökonomie. Auch dazu gibt es eine Blaupause. Abhängig Beschäftigte verleihen jeden Tag ihre Arme, ihre Beine und ihre Gehirne gegen Geld an ihre Arbeitgeber. In einem hochregulierten System wird dafür gesorgt, dass daraus keine Sklaverei wird. Und abends nehmen die Angestellten ihre Arme und ihre Gehirne wieder mit nach Hause und alles ist in Ordnung. Gibt es Stress mit dem Arbeitgeber, kündigen sie und suchen sich eine neue Arbeit. Und jetzt noch einmal einer, der sich wirklich mit Urheberrechten auskennt. Einfach nur, um zu demonstrieren, dass es hierbei nicht um eine Einzelmeinung handelt. Das ist Herr Tobias Holzmüller von der GEMA und der ist bei der GEMA zuständig für Urheberrechte. Man kann eine KI bitten, ein Lied im Stil von Udo Jürgens zu schreiben. Wenn sie dann etwas Ähnliches wie Udo Jürgens ausspuckt, müssten diese Lieder ja irgendwo in den Trainingsdaten sein. Und dann kommt eine Maschine, liest das alles ein und tritt mit diesen Erfahrungen und Fertigkeiten beim nächsten Auftrag gegen die Menschen an. Ist das ein Plagiat? Da geht es eher um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Die EPA ist das Tor zur Datenökonomie im Gesundheitsdatenraum. Nur mit einem Patientendateneigentum, einem Arzturheberrecht und noch einigen anderen sozialen Übereinkünften bekommen die Menschen, die natürlichen Personen, eine Rolle in der Datenökonomie. Erst wenn diese sozialen Übereinkünfte entwickelt wurden, sind Datenökonomie und Gesundheit kein Widerspruch mehr. Wertschöpfung aus ärztlicher Online-Dokumentation ist möglich, aber derzeit ein Drahtseilakt. Mein Dank gilt einmal an die Künstler, die diese Street-Art-Werke gemacht haben. Ich danke Stefan Ganzer für den QR-Code-Generator, dem Humboldt-Forum für das Okay für die zur Schaustellung hier dieses Luftbootes und Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war sensationell. Vielen herzlichen Dank. Wir hätten Zeit für Q&A. Wollen wir noch ein bisschen Q&A machen? Ich sehe schon, ich werde wieder viel laufen. Wir machen das so in dem Kreis. Hallo. Erstmal vielen Dank für diesen wahnsinnig interessanten Vortrag. Könnten Sie bitte nochmal auf Folie 54 zurückgehen? Wertschöpfung aus ärztlicher Online-Dokumentation ist möglich, aber derzeit noch ein Drahtseilakt. Diese ärztliche Online-Dokumentation bezieht sich im Wesentlichen darauf, meine Daten von mir als Patientin, meine Gesundheitszustand, meine Diagnosen, alles. Warum wollen wir überhaupt zulassen, dass mit diesen Daten irgendwo eine Wertschöpfung stattfindet?
Ich glaube, das ist nicht die richtige Frage. Die EU-Kommission hat entschieden, dass damit Wertschöpfung betrieben wird. Und die Ärzte haben 20 Jahre lang, das muss man einfach leider so sehen, versucht, diese Art von Problem zu verhindern. Die EU-Politik, die EU-Kommission, das ist diese Homepage, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, welche Nummer das war, dieses Screenshot, der jetzt nicht mehr online steht. Das ist eine Entscheidung der europäischen Politik. Es ist erklärter Wille, dass mit diesen Daten Wertschöpfung betrieben wird. Ob wir es wollen, ist nicht die Frage. Und Sie haben diesen Hebel mit der gesetzlichen Grundlage gesehen. Das steht alles spitz auf knapp hier. Und ich persönlich, für mich müsste man das alles nicht ändern. Aber wenn wir sowieso schon auf dieses Unternehmen einlassen müssen, und das werden wir müssen, sollten wir versuchen, eine produktive Lösung daraus zu finden und unser berechtigtes Interesse einzubringen. Derzeit haben weder Ärzte noch Patienten irgendeine eine Möglichkeit, mitzubestimmen, was mit ihren Daten passiert, weil wir kein berechtigtes Interesse haben. Ich verstehe Ihre Frage, aber das ist 10 Jahre zu spät. Auf EU-Ebene zu diskutieren, ne? Bitte? Das müsste auf EU-Ebene diskutiert werden. Das wird da ja diskutiert, aber das ist... Ich hätte da eine eher kritische Nachfrage zu diesem Arzturheberrecht, ja. Basierend vielleicht auch auf fehlenden Informationen meinerseits. Ich war jetzt beispielsweise kürzlich bei einem Facharzt, habe eine Untersuchung bekommen, war ein Radiologe, also auch mit Bildern und Co. Keine 10 Minuten später hatte ich dann einen QR-Code zum Download aller Informationen und 1,5 Seiten Arztbrief und ich dachte mir, geil, der hat echt schnell Textbausteine zusammengeklickt. Super. Da frage ich mich jetzt allerdings, wo ist beim Zusammenklicken dieser Textbausteine die geistige Schöpfungshöhe, die ein Urheberrecht auslöst? Oder beziehungsweise die Frage, die vielleicht mein Unwissen erweitern könnte, wie kommen diese Textbausteine da rein? Also hat der Arzt sich wirklich irgendwann mal hingesetzt, hat gesagt, ach Mensch, ich habe jetzt 500 Patienten, die haben alle das gleiche Bild, da schreibe ich jetzt einen ausführlichen Text. Oder gibt es tatsächlich eine Arztsoftware, in der man als Arzt einfach Muster vorauswählen kann? Bei letzterem würde ich sagen, Entschuldigung, aber so ein Anklicken eines Textbausteins ist für mich keine geistige Schöpfungshöhe. Also ich will mal so sagen, es gibt... Wenn man digital arbeitet, dann wird man natürlich sich Arbeitshilfen schaffen. Aber das geht nicht um Details. Das sind, ich sag mal, diese Textbausteine werden in der Regel benötigt, um einen Normalzustand zu dokumentieren. Wenn ich eine umfängliche Untersuchung mache, dann habe ich in der Regel, also ich bin Hausarzt, ich bin einer der Könige der Normalbefunde sozusagen. Wenn ich einen Patienten besuche, ich habe 95 bis manchmal 99% Normalbefunde. Ich bin trotzdem gehalten, die zu dokumentieren. Und das ist natürlich keine große schöpferische Leistung. Und es wäre auch keine große schöpferische Leistung, wenn ich sozusagen nur 1:1 die medizinischen Leitlinien abbilden würde. Auch das ist keine schöpferische Leistung. Spannend wird das, wo ich von den Leitlinien abweichen muss, weil der Patient sagt, nein, mache ich nicht. Spannend wird das, wo ich einen pathologischen Befund habe, wo ich Einordnung treffen muss. Das, was Sie beschrieben haben, diese Bleiwüsten, das ist das digitale Rauschen. Das interessiert keinen, das interessiert die KI auch nicht. Das mit der Schöpfungshöhe ist nicht der gesamte Text. Die Schöpfungshöhe ist das, was vom Normalzustand abweicht. Und wie das dann interpretiert wird. Verstehen Sie? Also natürlich haben Sie einen großen Text bekommen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind die Würdigungen unten drunter. Ja? Es kann durchaus sein, es gibt auch Untersuchungen, wo, wenn man einen Normalbefund hat, sich trotzdem große Konsequenzen daraus ergeben, dass man auf jeden Fall weitersuchen muss, weil irgendetwas anderes nicht stimmt. Also das ist alles nicht so trivial. Ja? Tut mir leid, ich bin nicht mehr sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Die Löschung und die Aufklärungspflicht, ja. Ist das im Rahmen des Gutachtens oder ja. Unabhängig? Aha. Das war in dem Gutachten so formuliert. Und das Gutachten, wann war das? Oh, das ist, ich glaube, 2000. Das Problem ist, das Ding war erstmal unter Verschluss. Man hat das nicht rausgegeben. Oh. Sie können das aber, wenn Sie den Vortrag sich später anschauen, gehen Sie mit dem Handy drauf. Ich habe es ausprobiert. Das kann man. Das Gutachten kriegen Sie da. Über diese QR-Codes, die in dem Vortrag sind, die weisen immer auf die Quellen hin,
Ich habe jetzt nicht jetzt irgendwelche kleinen Zeitungsartikel, Zitate da verlinkt, aber längere Dokumente sind alle hier verlinkt, die können Sie sich selber anschließend anschauen. Und dieses Gutachten hat schon Bindungscharakter, oder wie? Also es ist das einzige existente Dokument in Bezug auf diese Sachlage, ja. Sollte die Ärztechef nicht dagegen gehen? Tja, sagen Sie das mal. Nein. Ich würde mitkommen. Ich bin sofort dabei. Ja, danke für den Vortrag. Ich hätte eine etwas persönlichere Frage, und zwar, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Patienten und Ärzte als Gruppe quasi wirklich an dieser Wertschöpfung teilhaben werden? Oh Gott. Das Schlimme an der Zukunft immer ist, dass man nicht weiß, was draus wird. Ja. Also ich mag da keine Prognose abgeben, aber wissen Sie, ich bin ja als Arzt bin ich ja von Berufswegen Optimist. Ich muss schon daran glauben, dass auch was funktionieren kann. Ja? Und ich glaube am Ende daran, dass sich bestimmte vernünftige Ideen durchsetzen und bestimmte unvernünftige Ideen irgendwann raussortieren. Ich bin nicht der Meinung, dass man Datenökonomie machen muss. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man sie machen möchte, dass wir als Bürger, Sie als Patient, ich als Arzt oder umgekehrt, wie auch immer, durchaus Einfluss auf diesen Prozess nehmen sollten. Das heißt das. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, was ich hier fabriziere, sondern ich versuche, einen Entwurf auf den Tisch zu legen, zur Diskussion zu stellen. Und ich habe bisher sonst eigentlich noch nichts gehört, was in irgendeiner Art und Weise sachdienlich gewesen wäre, um dieses Sammelsurium von Widersprüchen und Seltsamkeiten irgendwie zu einer lauffähigen Situation zu bringen. Ja, deswegen, Prognosen sind immer so eine Sache, aber ich muss einfach sagen, wenn wir das wollen, dann ist es so, wie wenn man ein Auto kauft, dann muss man heutzutage, denke ich, möchte man einen Sicherheitsgurt mit drin haben, auch wenn man ihn wahrscheinlich dann nie benutzt, aber hoffentlich, ja. Sowas würde ich sagen, ja. Also ich denke, meine Frage zum Opt-out, gibt es eigentlich schon eine zeitliche Richtung, sage ich mal, ab wann ich mich seelisch, moralisch darauf vorbereiten kann, also, dass der kommt? Es ist eben in der Diskussion. Also eine Zeit lang sah es so aus, als wäre das Opt-out schon in trockenen Tüchern. Dann gab es ein bisschen Presseberichterstattung, es gab auch so ein bisschen Unruhe im Hintergrund und dann wankte das wieder so ein bisschen. Jetzt sieht es wieder eher so aus, als, wie gesagt, auch hier unsere Standesvertretung positioniert sich da nicht so ganz eindeutig. Es ist immer schwierig. Ja? Also die Menschen müssen im Grunde genommen selber klären, wie das dann werden soll. Also das, ich glaube, das ist eine Frage des Einflusses der Bürgerschaft auf ihre Lebenssphäre, wie sich das entwickeln wird. Und wie gesagt, ich halte das für eine Transformationsaufgabe, die wir gesellschaftlich gehen müssen. Ja, aber wie lange das jetzt gehen wird, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Kurze Frage und bitte auch kurze Antwort. Mit der aktuellen Belehrungsanweisung und den aktuellen Opt-out, wenn ich jetzt ein ganz vollständiges Opt-out mache, muss mich dann der Arzt jedes Mal unterweisen, dass ich doch eine haben möchte? Also mache ich dann den Arzt mehr Arbeit, als wenn ich ihm sage, lass mich raus? Ach, das weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich beides furchtbar. Das war eine wunderbar kurze Antwort. Vielen herzlichen Dank. Wir sind quasi am Ende der Zeit. Bist du noch irgendwo jetzt verfügbar? Klar. Dann würde ich sagen, noch einmal bitte eine ganz, ganz große Runde Applaus. Stefan Streit. Danke.